Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Aria-Vorführvideo. Ich grüße euch aus einem großen, steilen Regenrückhaltebecken. Steil ist das Stichwort. Heute dreht es sich um ferngesteuerte Mähtechnik. Ich habe mitgebracht unsere Aria 9500, die das Arbeiten gerade unter solchen Bedingungen deutlich vereinfacht. Die Einsatzgebiete für ferngesteuerte Mähtechnik sind vielfältig. Ich habe gesagt, hier im Regenrückhaltebecken, ein klassisches Beispiel, aber auch Solarparks, Straßenbegleitgrün, Brückenköpfe, aber und gerade auch bei dieser Maschine auch Sichtflächen. Nicht nur extensive Pflege, auch intensive Pflege in Parks beispielsweise, weil wir bei dieser Maschine auch sehr niedrig und sehr fein mähen können. Was allen gemein ist, ist die Bedienung über die Fernsteuerung. Ja, man schaltet das Gerät nur ein, alles weitere läuft über diese Fernsteuerung. Das heißt, der Bediener ist in sicherer Entfernung, bekommt keine Abgase ab, keine Lärmbelästigung und steht nicht im Hang, nicht in der Gefahrenzone, sondern abseits davon in Sicherheit und kann sicher arbeiten. Alle Gerätefunktionen sind über die Fernbedienung steuerbar. Wir fahren mit einem Joystick in alle Richtungen, was uns erlaubt, während der Fahrt eine Hand frei zu haben für zum Beispiel die Mähdeck, die Höhenverstellung. Des Weiteren können wir den Motor starten, Mähdeck einschalten. Wir haben 4 Fahrstufen zur Auswahl, sowie die Motordrehzahl erhöhen und den Notaus. Im Display zeigt er uns an die Geschwindigkeit, die Schnitthöhe, Betriebsstunden und die Spannung des Generators. Ganz wichtig noch zur Fernbedienung, die Reichweite beträgt ca. 150 Meter. Das ist aber nicht praxisnah. Ich sage, wenn ich mit der Maschine arbeite, dann muss ich in Höhe und in Sichtweite sein. Ich sage mal 10, 15 Meter bin ich in sicherer Entfernung und höre und sehe aber, was die Maschine tut und wo sie rüberfährt. Kommen wir zum Maschinenkonzept an sich. Die Aria 9500 ist ein Einzweckgerät, ganz wichtig. Wir haben ein Messer unten drunter. Das heißt, wir können vorwärts und rückwärts mähen und brauchen kein Wendemanöver. Wir haben kein Anbaugerät vorne, was in heiklen Situationen auch den Boden aufreißt, sondern wir fahren vorwärts, rückwärts immer leicht versetzt, was ein sehr sicheres Arbeiten auch ist. Dazu passt auch das sanfte Kettenprofil, das trotzdem viel Grip hat, auch bei 45 Grad hält sich die Maschine wunderbar am Hang. Und ein weiterer besonderer Punkt ist, unser Fahrantrieb ist elektrisch. Das heißt, wir haben einen Hybriden hier. Der Verbrennungsmotor treibt den Generator an, der die Elektromotoren mit Strom versorgt. Die Elektromotoren sind auch bürstenlos, das heißt auch wartungsfrei, mit integrierter Bergbremse, die im Havariefall auch manuell gelöst werden kann. Und wir haben weniger Schmierstoff an Bord als beispielsweise eine hydraulische Maschine, was in heiklen Gebieten von absolutem Vorteil ist. Und wir haben einen sich selbst spannenden Keilriemen. Oft werden wir gefragt, wieso verbaut er eigentlich diese handelsüblichen Kanister? Das hat einen ganz speziellen Grund. Und zwar, wenn ich den Tank leer fahre oder er neigt sich, dann kann ich ihn einfach runternehmen, austauschen gegen einen neuen. Ich brauche nicht betanken im steilen Hang, im Gelände. Ich verschütte nichts über den Trichter auch, egal was, geht immer was daneben. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben wenig Schmierstoff eher an Bord. Jetzt auch in Bezug auf Naturschutz- oder Wasserschutzgebiete. Da dürfen wir am Gerät nicht selbst betanken, deshalb einfach Wechseltank. Ist ein praktischer Vorteil. Gut, okay, dann gehen wir in die Praxis.
So, gucken wir uns das Mulchergebnis an. Ich denke, ganz fein. Wir sind auf 7 cm hier oben gefahren. Den kann sich sehen lassen. Wir können auch noch weiter runter natürlich. Aber macht einen guten Eindruck. Also gerade auch im dicken Aufwuchs, denke ich, hat er ganz guten Eindruck hinterlassen. Ihr seht, was die Maschine kann, was für eine Flächenleistung vielleicht sie auch hat. Und wichtig noch zur Maschine, was ich noch loswerden will, ist, es gibt keine Schmiernippel. Ihr müsst nichts abschmieren. Was ihr machen müsst, ist den Luftfilter kontrollieren, Öl kontrollieren, ganz wichtig, immer auf Maximum, Kettenspannung kontrollieren und die Messer anschauen. Ja? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind durch. Ich hoffe, es hat einen guten Eindruck gemacht bei euch. Und schreibt gerne einen Kommentar rein, auch was ihr gerne noch sehen wollt von Aria. Und wenn ihr eine Vorführung möchtet bei euch vor Ort, guckt unter aria.de/Vorführung. Wir kommen gerne vorbei und testen die Maschine auch bei euch. Vielen Dank. Macht's gut.